Wir stellen Ihnen heute eine ganz aktuelle Studie aus dem JAMA vor von Fuji und Coworkers zum Effekt von Vitamin C, Hydrocortison und Thiamin versus Hydrocortison alleine auf die Zeit lebend ohne Vasopressoren-Support bei Patienten mit septischem Schock, die Vitamins randomisiert kontrollierte Studie. Sepsis ist eine lebensbedrohliche Erkrankung, die durch eine fehlregulierte Wirtsantwort bei einer Infektion charakterisiert ist. Die Sepsis verursacht oder trägt zu ein Drittel oder der Hälfte aller Todesfälle im Krankenhaus bei und ist für mehr als 5 Millionen Todesfälle weltweit jährlich verantwortlich. Patienten mit einem septischen Schock stellen eine wichtige Subgruppe dar mit zirkulatorischen und metabolischen Störungen, die substanziell die Sterblichkeit erhöhen. Intravenös hochdosiertes Vitamin C wird als adjunktive Therapie bei der Sepsis aufgrund seiner antiinflammatorischen und antioxidativen Eigenschaften evaluiert. Ein Thiaminmangel wird bei bis zu 20% der kritisch kranken Patienten mit Sepsis beobachtet. Der Ersatz von Thiamin verbessert die Laktatklärenz bei Patienten mit Sepsis. Die kombinierte Gabe von hochdosierten Vitamin C, Hydrocortison und Thiamin erwies sich in einer retrospektiven Vorher-Nachher-Studie bei Patienten mit schwerer Sepsis, septischen Schock als effektiv. Unter anderem wurde in dieser Studie die Krankenhaussterblichkeit reduziert. Hydrocortison alleine zeigt eine Wirksamkeit im Einsatz bei Patienten mit septischem Schock in zwei randomisiert kontrollierten Studien. Die Rückbildung des Schocks wurde durch Hydrocortison beschleunigt. Es ist und bleibt unklar, ob eine kombinierte Gabe von Vitamin C, Hydrocortison und Thiamin effektiver ist als die Monotherapie mit Hydrocortison bei Patienten mit septischem Schock. Die Studienhypothese der Vitaminstudie, die Kombinationstherapie mit Vitamin C, Hydrocortison und Thiamin erhöht die vasopressorenfreie Zeit im Vergleich zu einer Monotherapie mit Hydrocortison. Es handelt sich um eine multizentrische, offen randomisierte Studie auf 10 Intensivstationen in Australien, Neuseeland und Brasilien, die zwischen Mai 2018 und Juli 2019 durchgeführt wurde. Alle konsekutiven Patienten mit einem septischen Schock nach der Sepsis 3 Konsensus-Konferenzkriterien 24 Stunden vor Einschluss. SOFA Score größer gleich 2 Punkte, Laktatspiegel größer 2 Millimol pro Liter. Patienten mussten vasopressorenabhängig sein für größer gleich 2 Stunden zum Zeitpunkt des Studieneinschlusses. Ausschluss unter anderem Alter unter 18 Jahren, DNR-Order, drohender Tod des Patienten, Diagnose septischer Schock älter als 24 Stunden oder andere Indikationen für Hydrocortison. Die Patienten wurden 1:1 randomisiert auf intravenös Vitamin C 1,5 Gramm alle 6 Stunden, Thiamin 200 Milligramm alle 12 Stunden, Hydrocortison 50 Milligramm alle 6 Stunden versus Monotherapie intravenös Hydrocortison 50 Milligramm alle 6 Stunden. Fortführung der Studie bis Beendung der Vasopressorentherapie oder Eintritt weiterer vorher definierter Ereignisse, die hier nicht genauer dargestellt werden. Primärer Endpunkt, Tag 7 lebend und ohne Vasopressoren, keine Vasopressoren in den letzten 4 Stunden. Sekundäre Endpunkte, Sterblichkeit IDS-Krankenhaus, Tag 28, Tag 90, Tag 28, kumulative vasopressorenfreie Tage, Tag 28, kumulative beatmungsfreie Tage, Nierenersatzfreie Tage, Veränderung SOFA-Score bis Tag 3, ITS-freie Tage, Krankenhaus-Liegedauer. Insgesamt 786 Patienten gescreent, Einschluss schließlich von 211 Patienten, im Median 61,7 Jahre, Männer 63%, in der Interventionsgruppe IG abgekürzt N gleich 107, Kontrollgruppe KG abgekürzt N gleich 104. Die mediane Zeit bis zur ersten Gabe, Vitamin C in der IG 12,1 Stunden, Kontrollgruppe 8,9 Stunden, Dauer der Therapie in der Interventionsgruppe 3,4 plus minus 2,1 Tage und der Kontrollgruppe 3,4 plus minus 2,2 Tage. Hier nun der primäre Endpunkt, Tag 7 Stunden lebend und ohne Vasopressoren, 122 Stunden Interventionsgruppe versus 124,6 in der Kontrollgruppe, statistisch kein signifikanter Unterschied. Hier die sekundären Endpunkte, auch hier sehen wir, dass zwischen Interventionsgruppe und Kontrollgruppe keine signifikanten Unterschiede zwischen beiden Therapiearmen zu verzeichnen war. Das gleiche gilt für die Anzahl der vasopressorenfreien Tage, der ventilatorfreien Tage oder der nierenersatztherapiefreien Tage.
Kaplan-Meier-Kurve bis Tag 90, scheinbar ein Unterschied, aber statistisch nicht signifikant. Und hier sehen wir bis Studientag 10 den Einsatz der Vasopressoren während der ersten 10 Tage Interventionsgruppe versus Kontrollgruppe. Und wir sehen, dass es keinen Unterschied zwischen beiden Gruppen bezüglich der Vasopressoreneinsatz gab. Zusammenfassung. Die bei Patienten mit septischem Schock verbessert die Therapie mit Vitamin C, Thiamin und Hydrocortison im Vergleich zu einer Therapie mit Hydrocortison alleine nicht die Anzahl der Tage lebend und ohne Vasopressoren bis Tag 7. Diese Ergebnisse legen nahe, dass die Therapie mit Vitamin C, Thiamin und Hydrocortison nicht zu einer schnelleren Rückbildung eines septischen Schocks im Vergleich zu einer Monotherapie mit Hydrocortison führt. Weitere ausführliche Informationen und Ergebnisse entnehmen Sie der aktuellen Publikation im JAMA.